Die Union SGS Dorf an der Pramm bedankt sich bei Partnern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung Nachwuchs-, Frauen- und Männerfußball nicht möglich wäre. SGS Industrial Services, Huber Photovoltaik, Einböck Jobs, Würstelbar, Elements Bad Heizung Energie, Luxch Haustechnik, Schneiderbauer Wohndesign, BMM Sports, Dorfwirt, Raiffeisen Scherding, Servus Europa, Sieber Systemintegration, Wilflingseder Erdbau und Baustoffe. Ein Abend, den Sie auf keinen Fall versäumen sollten. Uli Beer, Herbert Nowacek und Uli Winter spielen Lieder von Georg Danzer am Donnerstag, den 20. April um 20 Uhr im Kursaal der Marktgemeinde Galsbach. Besorgen Sie sich rasch Ihre Vorverkaufskarten auf galsbach.at. Es ist wieder soweit. 22. und 23. April 2023. Fuchs Silkolene Berg Europameisterschaftslauf. Mit Fullspeed rauf von Landsberg nach St. Martin. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Bergrennen.at. We are back and celebrating another edition of Warm Up Clubbing. We proudly present our final DJ lineup. Please welcome our headliner, Fat Tony. Give it up for Jean Philippe. Our resident is back, Fab Toulouse. Let's party together with Chris Miles. Make some noise for Benjamin Perry. Get your tickets now. Es ist Derbyzeit, heißt es am Samstag, den 25. März 2023 in der Einböck Arena Dorf an der Pramm. In der zweiten Frühjahrsrunde der Bezirksliga West empfängt die Union SGS Dorf an der Pramm den SV Luxch Riedau. Der Untertitel dieses Derbys lautet: Absteiger empfängt Aufsteiger, denn das von Neo-Coach Christian Berigaschi betreute Heimteam musste nach der Saison 2021-22 die Landesliga West verlassen. Die Jungs von Langzeit-Gästetrainer Roland Hofpointner feierten dagegen in der letzten Saison den Meistertitel in der ersten Klasse Nordwest. Das Aufeinandertreffen im Herbst gaben sich in Riedau über 500 Fußballfreunde live. Das dramatische Derby endete mit einem 3:2-Sieg von Dorf. Der entscheidende dritte Treffer fiel dabei erst in der 95. Minute. Weit über 500 Fans sind auch bei diesem Nachbarschaftstreffen live dabei. Darunter auch einer, der sich hier unter Freunden und Bekannten sichtlich sehr wohl fühlt. Frankfurts Starcoach Oliver Glasner drückt an diesem Tag natürlich den Riedauern die Daumen. Im Team seiner Heimatgemeinde stehen mit Julian und Niklas ja schließlich auch seine beiden Söhne. Dass Fußball bei weitem nicht das Wichtigste im Leben ist, das beweist eine ganz starke Gemeinschaftsaktion der Derby-Konkurrenten. Ja, und zwar ist das eben der Markus Thiel. Markus Thiel ist ja ein Spieler, der das Innviertel geprägt hat, schon als Spieler, der den SV Riedau dann auch trainiert hat, der bei uns als Co-Trainer tätig war und dann diese brutale Diagnose 2021 im Oktober, ALS. Das heißt, die Muskeln verschwinden. Markus sitzt im Rollstuhl mittlerweile. Ich glaube, was das alles bedeutet, was das für die Familie, für Markus selber bedeutet, glaube ich, kann sich ja jeder vorstellen. Und er braucht jetzt wieder einen neuen Rollstuhl. Er ist einfach auf Hilfe angewiesen. Und es wird rundum und um da wirklich so viel gemacht für ihn. Und gerade heute, glaube ich, haben wir das wirklich, und ich glaube schon, dass man das sagen darf, miteinander gelebt. Also die Union Dorf, die natürlich heute diese Eintrittsgelder gespendet hat,
die Spendenboxen, die aufgestellt worden sind, wo jeder fleißig gespendet hat. Danke, danke an die Union Dorf und an die Freunde vom SV Rieda. Mehr kann ich da nicht sagen. Also, es gibt im Leben Wichtigeres als im Fußball. Er ist und bleibt die wichtigste Nebensache der Welt. Wahre und klare Worte, Herr Stadionsprecher. Damit aber jetzt dennoch zur schönsten Nebensache der Welt. Aufgrund der Tabellensituation gehört die Favoritenrolle wohl eher der Heimelf. Denn Dorf ist mit 6 Punkten Rückstand erster Verfolger von Liedermunderfing. Riedau hat auf der 8 eingepackt. Den Hofpointner Boys fehlen allerdings nur mickrige 4 Zähler auf dem Bezirksliga West 2. Chance 1 in diesem Spiel haben die Berigasche-Schützlinge nach diesem Corner in der 6. Minute. Durch den heftigen Wind verlängert sich die Hereingabe von Besir Basic um einige Meter. Dominik Gehmeier, übrigens auch Obmann der Dorfer, kommt an die Kugel und zieht ab. Zu Zählbarem fehlt dann aber doch einiges. Eckbälle bei den Windböen, eine unangenehme Situation für die verteidigende Mannschaft. So brennt es vor dem Gästekasten nach diesem Corner, den der Herr Obmann zur Mitte schlägt, ebenfalls lichterloh. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt gut 10 Minuten. Nach einer Viertelstunde ein Freistoß für die Jungs von Trainer Hofpointner. Die ungewöhnliche Variante, ausgeführt von SVR-Kapitän Staatsengruber, ist nicht ungefährlich, bringt den Gästen aber auch nichts Zählbares ein. Nach einer starken Aktion der Riedauer versucht es in der 22. Minute Gästeangreifer Wiesner mit einem Schuss von der 16er Linie. Bei den herrschenden Windverhältnissen gar keine so schlechte Idee. Eine Szene zum Diskutieren gibt es für die weit über 500 Besucher in der Einbeck Arena in der 28. Minute zu sehen. Es ist wieder einmal die fast vor jeder Saison geänderte leidige Handspielregel. Und das, obwohl der Goalie ja mit seinen Händen arbeiten darf. Das aber nur in seinem Strafraum und nicht außerhalb des 16ers. Das tut aber Heimkipper Florian Sageda bei dieser Aktion. Torverhinderung und damit die rote Karte? Nein, meint dazu Schiri Labmeier, der das Derby an und für sich gut im Griff hat, und zeigt Sageda nur den gelben Karton und gibt für die Riedauer einen Freistoß. Diese Entscheidung findet bei vielen keine Zustimmung. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das ganz anders laufen müsste, weil nach 30 Minuten der Tormann meines Erachtens mit Rhein-Rot gehen müsste. Dann spielen wir 60 Minuten mit ihrem zweiten Tormann. Ich weiß nicht, wie das Spiel dann weitergehen würde. Für mich eine krasse Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter hat mir es erklärt, so eine Erklärung habe ich noch nie gehört, aber mit dem muss ich leben und hilft mir jetzt auch nicht mehr. Den von Labmeier verhängten Freistoß knallt dann Riedaus Wiesner an die Querlatte des Heimgeführts. Pech im Doppelpack, werden sich da wohl so manche denken. Die Gäste ab diesem Zeitpunkt das spielbestimmende Team, das auch zu sehr guten Möglichkeiten kommt. Warum in der 39. Minute Meier bei freier Schussbahn nicht abdrückt, sondern einen Pass versucht, das bleibt wohl sein Geheimnis. Dies die letzte zeigenswerte Szene aus der ersten Halbzeit. Mit einem 0:0 zwischen der Union SGS Dorf an der Bram und dem SV Lux Riedau geht's in die Pause. Die Union SGS Dorf an der Bram bedankt sich bei Partnern und Sponsoren. Ohne deren Unterstützung Nachwuchs, Frauen- und Männerfußball nicht möglich wäre. SGS Industrial Services, Huber Photovoltaik, Einböck Jobs, Würstelbar, Elements Bad Heizung Energie, Luxch Haustechnik, Schneiderbauer Wohndesign, BMM Sports, Dorfwirt, Raiffeisen Scherding, Servus Europa, Sieber Systemintegration, Wilflingseder Erdbau und Baustoffe. Ein Abend, den Sie auf keinen Fall versäumen sollten. Uli Beer, Herbert Nowacek und Uli Winter spielen Lieder von Georg Danzer,
am Donnerstag, den 20. April um 20 Uhr im Kursaal der Marktgemeinde Galsbach. Besorgen Sie sich rasch Ihre Vorverkaufskarten auf galsbach.at. Es ist wieder soweit. 22. und 23. April 2023. Fuchs Silkolene Berg Europameisterschaftslauf. Mit Fullspeed rauf von Landsack nach St. Martin. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Bergrennen.at. We are back and celebrating another edition of Warm Up Clubbing. We proudly present our final DJ lineup. Please welcome our headliner, Fat Tony. Give it up for Jean Philippe. Our resident is back, Fab Toulouse. Let's party together with Chris Miles. Make some noise for Benjamin Perry. Get your tickets now. In Halbzeit 2 geht so wie in Hälfte 1 mit einem Corner los. SVR-Kapitän Staatsengruber führt aus und schon brennt es bei den herrschenden Windverhältnissen vor dem Kasten von Dorf, wie schon gesagt. Standards sind bei diesen Rahmenbedingungen stets eine Gefahr. Es läuft die 58. Derby-Minute. Die Berigaschi-Elf mit einem hohen Ball Richtung Gäste-16er, Riedaus Abwehr, auch durch den Windbeeinfluss patzt beim Abwehrversuch. Und das sollte man tunlichst unterlassen, wenn Dorfs Goleador Agron Dacker in der Nähe ist. Der lässt sich so eine Chance zu seinem schon 10. Saisontreffer nicht entgehen. 58. Minute. Die Heimfans dürfen in der Heimböcker Arena jubeln. Gäste 1er Brieglauer ist chancenlos. Die Union SGS-Dorf an der Pram geht gegen den SV Lux Riedau mit 1:0 in Führung. Nach gut einer Stunde kommt Gästestürmer Meier ebenfalls etwas glücklich ans Leder. Den 1:1 Ausgleich verhindert Dorfs Tormann Sageder mit einer ganz starken Reaktion. Nur 5 Minuten später wird Meyers Teamkollege Wesner von Staatsengruber ideal bedient. Der ist so wie Meyer bei der vorher gezeigten Szene auf der linken Seite ebenfalls ohne Bewacher. Aber auch Wesner kann das Runde nicht im Gästeeckigen versenken. Beinahe das 2:0 für den Bezirksliga West 2. fällt 20 Minuten vor dem Ende. Diesen 2-Tore-Vorsprung hat Agron Dacker am Kopf. Der lässt die Chance zu seinem 11. Saisontreffer aber aus. Er setzt den Ball an die Stange des Brieglauer Kasten. Fast noch größer ist die Möglichkeit, die Reischauer nur 3 Minuten später zum 2:0 hat. Nach perfekter Vorlage von Gehmeier vergeigt der junge Mann mit einer fast Luftmasche diesen Sitzer. Gut 10 Minuten vor dem Ende dieses Innviertler Derbys gibt's für die weit über 500 Besucher in der Einböcker Arena beinahe ein Tor des Jahres zu sehen. Denn der Besir Basitschäber vom Mittelkreis aus verfehlt nur ganz knapp das Gästeheiligtum. In der 87. Minute wackelt dann der Dreier für die Heimelf noch einmal gewaltig. Aber Eigner vergibt die Möglichkeit, dass der SVR aus Dorf zumindest einen Punkt mit nach Hause nimmt. Schlussendlich bleibt es beim knappsten aller Ergebnisse. Die Union SGS Dorf an der Pram gewinnt das Nachbarschafts-, eher könnte man sagen sogar das Freundschaftstreffen, wenn man an die gemeinsame Hilfsaktion für Markus Dill denkt, gegen den SV Lux Riedau mit 1:0. Hier noch die Statements nach diesem Mega-Derby. Mit dem Ergebnis kann man mal auf keinen Fall zufrieden sein. Das Spiel war genauso schlecht. Hüben wie drüben. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr Fußball spielen wollten als der Gegner. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Es sind
im Endeffekt egal, wir haben das Spiel 1-0 verloren. Die Begeisterung der Fans bei einem Derby in der Bezirksliga, diese Fans, also schon gewaltig. Super Sache, es ist natürlich Riedau-Dorf, die Nähe mit den 3 Kilometern, die wir auseinander sind, ist natürlich für beide Ortschaften ein Riesending. Für Riedau ist jetzt nicht so ein Riesending, weil wir mittlerweile das zweite Mal verloren haben. Derby, Kaiser werden wir keine mehr, weil gegen Deiskirchen haben wir auch verloren. Also ist die Derby anbelangt, sind wir jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr die Besten. Aber in die Bezirksliga West reingefunden nach dem ja doch sehr holprigen Start im Herbst. Denke schon, und ich habe zu meiner Mannschaft gesagt, Dorf ist auch nicht unmittelbar unser Gegner. Das wären heute Bonuspunkte für uns gewesen. Der direkte Gegner ist letzte Woche Dorfkirchen gewesen und nächste Woche Altheim. Da müssen wir 3 Punkte machen. Natürlich schaut, dass wir heute nichts geholt haben. Wir haben mit dem Punkt sehr zufrieden gewesen. Aber wie gesagt, nächste Woche müssen wir 3 Punkte holen und das werden wir auch machen. Erstmal danke für die Gratulation. Platzverhältnisse bzw. ja, wettbewerbsbedingt war überhaupt nicht so leicht zum Fußballspielen. Und von dem her, das war extrem viel Zweikämpfe, Kopfballduelle, Kampf um die zweite Bälle. Und fußballerisch war sicher nicht der Leckerbissen. Aber ich bin wirklich froh, dass wir das wieder 3 Punkte angefangen haben. Vor allen Dingen bleibt man da mit Mundorfing zumindest auf den Fersen? Das ist irgendwie immer blöd, aber wir schauen immer wirklich Spiel zum Spiel. Also wenn du eine Bezirksliga West ausschaust, von der Tabellen her, wenn du zweimal, dreimal gewinnst, dann bist du vor dabei, weil du zweimal, dreimal verlierst, dann bist du hinten dabei. Also von dem her ist es wirklich so, wir schauen nicht auf uns, wir schauen, dass wir unsere Hausarbeit machen. Und dann, ich glaube, das Tabelle wird erst nach den 24, 25 gespielten Runde interessant. Wie gesagt, Verhältnisse waren wirklich nicht leicht. Es war eine Schlacht, kann man fast sagen. Also vom Spiel her war es jetzt sicher nicht das Beste von beiden Mannschaften nicht. Aber es haben beide Mannschaften wirklich gut verteidigt. Deswegen auch nur das 1-0, muss man sagen. Es war auf jeden Fall bis zur letzten Minute ein Spiel auf Augenhöhe mit dem vielleicht Quäntchen Glück für uns. Was natürlich bei diesem Derby jetzt schon das zweite Mal auffällt nach dem Herbst, Massenbesuch und ja, eigentlich trotzdem eine sehr faire Stimmung. Ja, schon. Also das muss man wirklich sagen, obwohl die Nähe wirklich da ist und die Rivalität schon, ich glaube, unsere Urwittern, glaube ich, haben die schon miterlebt. Glaube ich, sind wir uns trotzdem, kommen wir gut aus nebeneinander, auch in derselben Liga. Es ist jetzt mal wieder schön, wenn dann so viele Leute da sind. Also vor so vielen Leuten zum Spielen ist es natürlich auch wesentlich interessanter als wie sonst vor 300, 200 Leuten. Das muss man schon sagen. Die Atmosphäre ist ein Hammer.